Alex Cabus ist einer meiner Lieblingsautoren. Sein neuer Roman »Das Leben ist gut«. Max ist seit 25 Jahren mit Tina verheiratet. Sie ist die Liebe seines Lebens. Das Paar hat drei halbwüchsige Söhne. Er betreibt eine kleine Bar. Tagsüber bringt er das Altglas weg, repariert das Mobiliar oder begibt sich auf die Suche nach einem ausgestopften Stierkopf, der unbedingt über dem Tresen hängen soll. Max liebt sein Leben, so wie es ist. Seine Familie, seine Freunde. Das wird ihm einmal mehr bewusst, als Tina zum ersten Mal in ihrer gemeinsamen Ehe beruflich ohne ihn unterwegs ist. Das Leben ist gut, ist inhaltlich so aufgestellt, so gut und gefühlvoll beschrieben, was heute im Alltag schnell übersehen wird. Es ist ein Roman über das Menschsein, über das Vertrauen in sich selbst, gute Freundschaften und über das Leben. Max kennt seine Tina in- und auswendig. Was wird wohl sein, wenn sie unterwegs einen anderen Mann kennenlernt? Ob auch dann alles so weitergehen würde, wenn Tina nicht wiederkäme? Wenn sie von einem Bus überfahren würde, mit einem anderen Mann davon liefe? Wenn sie nach kurzer, schwerer Krankheit stürbe? Sich einer indischen Psychosekte anschloss? Auch dann ginge auf meiner Terrasse morgens die Sonne auf und würden die meisten pfeifen. Ich würde irgendwann wieder meine Zeitung lesen und die Söhne würden an ihren Handys fingern. Aber wir wären unglücklich. Unser Vertrauen in die Welt wäre erschüttert. Wir würden eine Weile brauchen, um aus dem Nebel herauszufinden. Ein paar Wochen oder Monate, vielleicht sogar Jahre. Und dann vermutlich feststellen, dass zwar alles noch da ist, der Sonnenaufgang, das Vogelgezwitscher und die Zeitung, aber dass sich alles anders anfühlt. Prall gefüllt mit witzigen, anrührenden, erschütternden Geschichten über seine Gäste, über das Städtchen selbst, in dem er lebt, über Veränderungen, was eine Generation so durchlebt, auch seine eigenen Gedanken über seine Familie, schreibt er nieder. Es findet sich jeder wieder, der selbst Familie, Kinder hat. Das Leben Revue passieren lassen und das in einer sehr angenehmen Wohlfühlsprache. Das macht diesen Roman aus. Viel Spaß beim Lesen!